Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Euer Wiki begrüßt euch natürlich mal wieder und ich war jetzt gerade einkaufen, dann dachte ich mir, ich zahle gleich noch die Steuern, dann kann ich euch ja mitnehmen. Nicht, dass noch jemand sagt, machen wir nicht. Jetzt sind wir wieder arm. Wieso ist der so weit weg? Ah ja, ich habe noch neue Fertigkeiten gekriegt. Stimmt, genau. So, das noch. Geübter Baumeister. Schnelleres Bauen, das ist immer gut. Aber ab die... Ach, bei Siebora. Ach so. Ja gut, dann in Polnika. Ja, ist okay. Macht ja nichts. Ich sag wie immer vielen lieben Dank für alle Likes, Kommentare, neu dazugekommene Unterstützer mit Likes, Kommentare, Abos, Kanalmitgliedschaften, Superfangs oder sonst irgendwas. Vielen lieben Dank an euch alle. Und wenn ihr mich auch unterstützen wollt, ihr wisst, angucken, liken, kommentieren. Oder wie gesagt, Kanalmitgliedschaft oder von Superfangs, wenn ihr Bock habt. So, kann ich noch jemanden mitnehmen? Ich habe doch in den Häusern noch Platz. So, wartet mal. Häuser. 2, 2, 2, 1, 1, 1. Theoretisch könnte ich genau 3 Frauen mitnehmen. Warte mal, was kannst du? 3, 1, 3. Oh, die sind gar nicht mal schlecht. Sie auf jeden Fall. Und du? Okay, da brauchen wir mehr. Okay. Dann weisen wir die auch gleich zu. Lebolda. Eigentlich ist mir egal, in welchem Haus. So. Sehr gut. Sehr schön. Gut. Wir sehen uns gleich im Dorf wieder. Bis gleich. So, neuer Tag, neues Glück. So, die Leute sind auch zugewiesen, genau. Den lassen wir erstmal, aber ich würde den ganz gern... Da würde mich eure Meinung mal interessieren. Ich finde ja die Bretterzäune und so echt schick. Aber ich weiß nicht, am liebsten finde ich doch irgendwie die Flechtzäune. Das finde ich irgendwie am passendsten. Wenn ich nämlich an alte Mittelalterdörfer denke, wie zum Beispiel, gibt es ja einen Haufen Art Museen und so weiter, wo Mittelalterdörfer aufgebaut werden wieder. Wo man auch selber mitmachen kann oder auch zum Bogenschießen oder so hingehen kann, falls ihr sowas kennt. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, da stehen hauptsächlich Flechtzäune. Und ich finde das halt doch schon richtig cool. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch noch hier Hafer gekauft. Ach nee, wir müssen ja erst noch hacken. Erstmal noch eine Runde hacken. Und es stimmt, wenn du läufst ganz normal, verbraucht das irgendwie kaum Energie, warum auch immer. Nur wenn du dich nicht bewegst. Also ein theoretisches Bug-Using. Würde man jetzt in anderen Spielen wieder sagen. Manchmal tut sie, manchmal nicht. Naja, egal. Macht ja nichts. Genau, weil dann können wir jetzt gleich noch den Leinen aussehen und den Hafer.
Und dann fällt mir auf, wir brauchen tatsächlich sogar mehr Felder. Weil wir haben noch keinen Mohn ausgesehen. Na? So. Guten Tag. Hier muss ich noch. Zum Glück habe ich immer die Holzhacken im Vorrat, ne? Ach, erstmal noch düngen, ja. Yep. Kommt sofort. Nicht Haferkorn. Dünger, Mensch. Und dann werden wir auch wieder ein bisschen Kohl wahrscheinlich dann für Dünger nehmen. Weil ja. Ne? Das habe ich da. Ah, genau. So, jetzt können wir wieder volle Hacke reingehen. Es ist ja echt Glück, dass man nicht aus Versehen hier die Sachen wieder umgraben kann mit der Hacke. Ne? Das wäre doch schon echt blöd. Hallo, Kater. Vielleicht machen wir doch hier drüben noch Wälder hin. Hier so. Zwei Stück. Wird ja auch ungefähr hinpassen. So drumherum. Was meint ihr? Ich finde die Idee jetzt gar nicht mehr so blöd. Aber will ja auch wissen, was ihr meint. So. Ja, dann sind es halt dieses Mal zwei intensive Folgen Landwirtschaft. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm für euch, aber ich habe mir übrigens tatsächlich überlegt, doch nochmal die Tage hochzusetzen, nämlich so auf 15. Ich glaube, uns könnte tatsächlich echt die Zeit ausgehen. Wir haben jetzt schon wieder den halben Frühling rum. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 10 Tagen oder so. Gut, wir haben noch den Sommer, aber für alles, was wir im Frühling halt machen müssen. Oder wir müssen halt uns ganz speziell sagen, okay, zu dem Zeitpunkt gibt es dann halt keine neuen Bauprojekte erstmal, bis alles mit der Landwirtschaft erledigt ist zum Beispiel. Was haltet ihr davon? Dann bleiben wir bei 10 Tagen und dann ist es okay. Beim Winter gucken wir dann, wie, wo war's. Gut, den Winter haben wir dieses Mal auch nur die... Naja, nicht ganz. Es waren noch, glaube ich, 2 Tage, dann wäre der Winter auch rum gewesen. So tatsächlich, ich würde... Ach, hier habe ich auch jetzt Hafer angesät. Bin ja aber auch ein Schussel. Ich wollte doch noch... Ich habe doch extra noch Hafer gekauft für Dings. Na egal. Aber was ist so. So. Wir brauchen ja noch Tierfutter. Aber ich habe auch noch Weizen gekauft. Dann machen wir den Rest doch einfach als Weizen. Das ist ja auch nicht schlimm. Kommt ja alles zur selben Zeit. Hauptsache, wir bekommen noch Tierfutter, das ist wichtig. Genau, Kater. Kater sagt auch, Tierfutter ist wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr einen Mauzen gehört habt, aber ich glaube nicht. So. Sieht man das jetzt? Ah, yep. Hafer. Karotten. Dann machen wir hier jetzt noch... Das ist doch eh Weizen. Bin immer wieder verwirrt, dass man davon, dass die davon außer Puste sind. Und dann haben wir einmal Weizen übrig, das ist ja nicht schlimm. Haben wir einmal Winter und einmal Frühjahrsweizen. So, Dünger, Hafer, Leinensamen, Karotten, Kohl. Warte mal, ich habe hier oben doch schon alles angesät, ne? Zwiebeln,
Lachs. Ah, dann gibt's gar nicht so viel Kohl. Na gut, dann... Ah, hacken. In dem Fall... wird nur das hier... Kohl. Hm. Von wann bis wann können wir Kohl anpflanzen? Das muss ich jetzt nochmal wissen. Das ist gerade essentiell Frühling und dann im Sommer und dann Sommer und dann im Herbst. Okay. Das ist ja okay, das geht ja noch. Weil der Kohl soll ja unseren... ein bisschen eine Nahrungsquelle sein, ein bisschen eine Geldquelle und eine Düngerquelle. Dann spätestens jetzt würde ich sagen, aber da warte ich, was ihr in die Kommentare schreibt. Spätestens jetzt würde ich sagen, es wäre vielleicht doch noch sinnvoll, na, gehe da drüber. Hier nochmal so ein 25er Feld hinzumachen und hier noch ein 25er Feld hinzumachen. Dann wäre hier das Thema Landwirtschaft, würde ich dann auch hier mit einem Zaun nochmal hier zumachen, da oben, also so drumherum. Und dann tatsächlich wahrscheinlich sogar bis hierhin zumachen, weil, wie ich euch ja gesagt habe im letzten Video, würde ich eigentlich ganz gern so bis hier ausdehnen, so in diesem Bereich halt, nur so das da. Und ich finde das irgendwie immer noch dämlich. Ich habe hier einen Weg reingezogen. Die nutzen den aber nicht. Die latschen jetzt irgendwie da hoch und kommen und laufen dann von oben da runter. Das ist ganz weird. Wegfindung ist halt manchmal ein bisschen komisch in dem Spiel. Tja. Genau. Was wir hier vorne noch machen, so... bin ich mir gerade noch unschlüssig? Ah, ja, warte mal. Ich habe noch Dung gekauft. Da kann ich auch nochmal Dünger... Ach nee, das habe ich ja schon gemacht. 21 Tierfutter. Sehr gut. Schön, wie die Hühner auf den Feldern rumrennen. Ich weiß gerade jetzt ehrlich gesagt nur nicht. Wird es mir nochmal angezeigt? Das muss ich halt, Inventar. Dünger. Tierfutter, Tierfutter, Tierfutter. Ja genau, ich habe noch Thronbewurf gemacht. Wir werden gleich noch ein bisschen hier dingsen. Verputzen. Materiallager kommst, Tierfutter. So. Also hier ist alles angesät. Hier müssen wir auch noch ein bisschen... Hier muss auch noch Deko hin. Hier muss noch ein Taubenschlag hin. Noch ein, zwei Heuhaufen. Eine Vogelscheuche. Reicht nicht, wenn ich nur hier rumstehe. Hier muss noch allgemein ein bisschen mehr dekoriert werden. Ne? Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Also Tierfutter, Materiallager. Materiallager, Tierfutter da. So. Dann können die ordentlich hier ein reinscheppern. Hammer. Verputzen. Ach stimmt, bei Stein braucht man ja Kalkstein. Das habe ich ja ganz vergessen. Stimmt, da brauchst du Kalkstein. Und Kalkstein kriege ich nur aus der Dings, ne? Aus der Mine. Bin ich da noch richtig dran? Ich glaube, ein paar Kalksteine haben wir. Ah ne, vom Grabungsschuppen war das doch. Reicht das nicht. Nochmal drei Tonbewurf. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt Ton mit. Hep. Ton und Stroh war es, glaube ich. Stroh haben wir ja, dann nehmen wir noch Ton mit. Eisenerz? Okay. Stone.
bin gerade auch am überlegen, ob wir nicht bald mal auf Materiallager Stufe 2 umbauen sollten. Apropos, was ist eigentlich schon wieder? Oha, Bots. Produktion. Küche. Kein Material. Wieso was fehlt? Ach so, Fisch fehlt. Okay. Das ist okay. Gewinnung. Ah, wir brauchen neue Dings. Ah, wir brauchen wieder Äxte. Kann ich welche herstellen? Nein, wir brauchen Steine. Okay, die haben wir ja im Lager. Das ist ja nicht so schlimm. Dum, da, dum, dum, dum. Tonbewurf wollte ich herstellen. Ja, dann stellen wir erstmal nur einen her. Achso, das sind ja dann 10. Ah, warte mal, wenn wir jetzt gleich einfach sagen, dann haben wir Vorrat, dann sind das 30 Tonbewurf erstmal. Sehr gut, dann haben wir 40 Tonbewurf, das ist gut. Ich finde das cool, wie die Hühner halt hier über Dings laufen. Obwohl ich das vielleicht noch gern einzäunen würde. Da unten vielleicht auch noch mal eine Fischerhütte? Hm, weiß ich nicht. Was meint ihr? Wäre eigentlich auch eine Idee. Na, da hinten eine Fischerhütte? Und wie ist das eigentlich mit Reparieren? Brauche ich dafür? Kann ich nicht. Ab welcher Stufe kann man dann erst reparieren? Ich habe bis jetzt noch nie Sachen reparieren müssen. Oder repariert, wie auch wie man es sehen will. Muss oder so. Ja. Sehr gut. Das ist auch ein reines Steinhaus. Die könnten wir auch verputzen. Ich weiß jetzt gerade nämlich. Weiß nicht, wie das mit den normalen Gebäuden ist, wenn du die jetzt verputzt. Bringt das was? Weil da heizt ja halt aber auch keiner, ne? Oder werden die dann mit der nächsten Stufe dann zu Stein und so? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Okay, habe ich nicht schon irgendwas auf Stufe 2? No. Aber, oh, die Jagdhütte bald. Ah, stimmt, wir haben den Eselstall. Werkstatt Stufe 2, Moment. Genau, dann wird... Dann kriegt die Wände. Ach, wisst ihr was? Warum nicht? Können wir doch eigentlich gleich machen. Ah, Bretter. Mein Schöne ist ja, dass sie trotzdem weiterhin benutzbar ist, ne? Das finde ich richtig gut. Also wir brauchen Holzstämme und Bretter. Und dann ist fertig, die Laube. Das ist gut. Sehr schön. Ja, das weiß ich gerade gar nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt es gern in die Kommentare. Brauche ich in meinen Produktionsstätten... ja, wie ist das Gedöns jetzt nochmal? Ach komm. Brennholz, weil er hat, kann ja auch nichts heizen, ne? Also er macht ja auch nichts. Oh, wir brauchen Steinäxte. Das heißt, ich brauche jetzt Steine. Steine, Steine, Steine. Nein, so viele nicht. Mal 20. Mir ist auch 25. 8 Stück, das reicht. Sehr gut. Und dann erzähle ich euch noch was von meinem kleinen Plan gleich für den Gegenüber. Wo habe ich sie denn jetzt?
Hirschschädel. Einen könnte ich auch mal ablegen. Da, Steinäxte. Sehr gut. Jetzt müssen wir nochmal kurz darüber. So, da la. Was glaubt ihr? Wann kommt oder kommt überhaupt mal eine Schwimmanimation? Bin mir da noch nicht sicher. Also auf der einen Seite wäre es mir egal, auf der anderen Seite würde es mich übertrieben freuen. Das ist halt wieder, ne, hier so Kleinigkeiten und so. Jetzt, wir haben ja hier das Materiallager. Wie gesagt, diesen Weg nutzen sie ja nicht. Das ist ja... Interessiert ja nicht. Ich weiß immer noch nicht, ob die immer noch da... Ah, ja. Ja, auf jeden Fall, wir haben hier das Materiallager. Sie arbeitet. Ich verstehe halt nicht, warum die hier auch hochlaufen und nicht den Weg entlang laufen. Wenn mir das einer euch erklären kann, liebend gern, bitte. Ich würde ganz gerne Alisade. Oh, da brauchen wir noch ganz schön viel. Der Holzzaun wird gehen. Das ist okay. Da müssen wir ordentlich aber Holz sammeln. Egal. Wenn wir das hier so ein bisschen einkreisen, also so. So. So hier entlang. Dann kommt hier natürlich ein Tor hin. Weil muss ja zur Mine gehen. Und dann kommen hier auch nochmal ein, zwei Häuser hin. Vielleicht nochmal ein Holzfäller. Dann die Mine später. Und ein Schmied. Ist das so... Hier so ein kleiner Dorfabschnitt. So der... Das Mini-Bergbaudörfchen. Anderer Stadtteil, aber... So, dazugehörig. Ich fände die Idee cool. Schreibt mir liebend gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, und gleichzeitig lasst ihr doch ein Like und ein Abo da für den Kanal, damit ihr auf jeden Fall nichts verpasst und mich unterstützen wollt. Feel free, wie ihr das machen wollt. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal, und euer Wiki sagt Tschüssikowski.